Dann mache ich nochmal den hier. Kopieren. In die Mitte. Och, shit. Na klar, das hätte ich jetzt eigentlich wissen können. Da wir ja überladen sind, schmeiße ich mal das dahin. Und nehme die Portalsachen auf. Und dann bauen wir das hier. So. Einfügen. Zack. Sehr gut. Und hier würde ich dann tatsächlich mal eine Trap bauen. Schwerer Bau. Und zwar die normale. Also nicht die... Diese, die so nach oben geht, ne? Ihr wisst schon. Ist ja auch eine Leiter dann, ne? So. Und so. Kann man anbieten. Und dann hier nochmal dran. Da muss ich auch von hier machen, ne? Also ich könnte natürlich jetzt wieder durchswitchen, aber ich spare mir das mal. So. Wir haben auch keinen Grausten mehr. Gut. Dann her damit. Und hier weitergebaut. Da würde ich mal so eine Platte drauf machen. So. Sie hält noch, ne? Aber ich bin mir ziemlich sicher, wir müssen hier jetzt wieder... warte mal. Dann mache ich das mal so. So. Und hier ran. So. Nein! Gut. Wenn das so ist, dann her mit dem Grousten. Und dann müssen wir hier unten mit Eisen verstärken. So sei es. Also so ran. Oder warte mal, ich mach mal so. Ach, geht nicht. Da muss ich kurz abmessen. Ich messe mal so ab. Und mache hier so dran. Der sollte dann blau sein. Ist er auch. Ach ja, na klar, warte mal. Der soll ja in der Mitte sein. Ist eigentlich egal, ne? Das habe ich eigentlich hier in der Mitte lang führen lassen. Warte mal, stopp, was mache ich denn da? Ist tatsächlich egal. Ich reiß das hier nochmal so. Ich gehe nochmal nach oben. Wir müssen gleich nochmal kurz nach unten. Aber jetzt kann ich, glaube ich, den hier bauen, ohne dass er einkracht, oder? Kann sein, dass ich ihn noch mehr verstärken muss. Aber er hält. Gut. Ne, weil er jetzt da gehalten wird. Aber wir machen hier jetzt bauen. Und dann den hier unten dran. Ah, nee, warte, warte, warte. Das muss schon richtig sein. Richtiger Anknüpfpunkt. So und so nämlich. Ne? Zack. Der kann weg. Und dann können wir oben weiterbauen. Wir haben jetzt hier zwar so eine Lücken... Aber das lasse ich einfach mal, ne? Weil das sieht man ja sowieso nicht, wenn wir hier oben drauf rumlaufen. So. Und dann haben wir hier nämlich die nächste. Sehr gut. Da würde ich sogar einfach geradeaus weiterbauen. Und nicht jetzt noch hier eine Dingens machen. Wie heißt es denn? Eine Treppe. Oh, wir haben hier keine Schmiede mehr. Die muss ich kurz umstellen. Dann machen wir das mal. Ich könnte auch theoretisch ein wenig Loot wegbringen, damit wir ein bisschen... Platz im Inventar haben, ne? Das mache ich mal eben. So, dafür sammle ich sogar diesen Loot hier auch noch auf. Her damit. Und dann schmeiße ich den doch hier zu unserer guten alten Loot-Lochstelle. So, so, so. Das, das, das. Hier, hier und das. Sehr gut. Und dann wieder zurück. So. Dann hier hinauf und weitergebaut. Ach ja, stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Wir müssen die Workbenches verschieben. Wenn wir die Schmiede verschieben müssen, dann die anderen mit Sicherheit auch. Ich reiße jetzt mal das und das weg. Bau die hier schon mal hin. Soweit wie es geht. So. Und dann die Schmiede. Her mit dem Stuff. Und das hier auch weg. Und dann den weg. Den weg. Den weg. Hauptsache wir nehmen alles andere mit erstmal. Was liegt denn da noch? Ach, das ist Eisen zum Bauen. Gut. Ja, das sind alles die Baumaterialien. Dann machen wir mal hier die Schmiede hin. So. Und den Steinmetz hier. Ja, oder hier. So. Und dann muss ich mal kurz einmal, wird es jetzt unangenehm, anzutargeten. Der ist direkt hier unter mir. Da sieht man ihn hervorlugen. Ja, man sieht es schlecht da. Genau bei dieser Linie hier. Nein!
Ah gut, komm, wenn wir gerade hier unten sind. So. Hervorragend. Und dann können wir nämlich hier weiterbauen. Das mache ich mal zuerst. So. Bis wir dran sind, also bis der blau ist. So ist der blau. Dann nehmen wir den und bauen den hier. Oh, draußen. Stimmt, das habe ich da hinten hingeworfen. Das brauchen wir hier jetzt. So. Und noch ein. So. Die sind zwar hier hinten jetzt nicht, also die sind zwar nicht blau, weil sie... Doch, weil sie Eisen berühren. Stimmt. Aber hier würde ich jetzt so weitergehen. Also wieder so machen. Nee, mach mal bitte so, genau. So. Und den können wir, glaube ich, auch machen, weil der noch das da berührt. So. Aber stimmt. Dann müssen wir jetzt mit Eisen weiterarbeiten. Shit. Ja, weil wenn ich das jetzt abreiße, ist das Kausten weg. Ich gehe einfach von unten dran, glaube ich. Wie viel Eisen habe ich noch? 5 und 5. Das sind nicht genug, ne? Weil wir brauchen mehr Holz. Wir brauchen 2 Holz und 1 Eisen. Ich hole nochmal neues Holz. Das hier schmeiße ich außerdem mal hier hinten hin. Muss nicht immer so weit rennen. Und das Kraus ist schon fast weg, ne? Schon zur Hälfte weg. Not bad. Und wir holen Holz. Eisen ist, glaube ich, erstmal noch genug. Ja, Hauptsache erstmal Holz. So, und zwar direkt hier vorn. Leggedy-leg. Nehme ich mal 2 mit, 3 vielleicht sogar und sogar noch ein bisschen Eisen. Hier. Und wieder zurück. So. Hervorragend. Ja, das sieht ja jetzt schon beachtlich aus. Also auf jeden Fall sehr interessant. Ich hoffe ja, dass das dann auch nachher was bringen wird, was wir hier machen. Ich glaube aber ja. So, kann ich den da vorwerfen, ohne dass er runterfällt? Ja, ne? So. Also könnte ich ihn auch rüberwerfen. Ich mach mal so. Gut. Kann ich sogar ein Stück. So. Zack. Und zack. Hervorragend. Und damit gehen wir jetzt mal kurz. Warte mal, ich kann mir vielleicht sogar so nehmen. Ja. Damit gehe ich jetzt mal kurz hier runter. So. Und so. Und dann bauen wir hier wieder diese Eisenkonstruktion. Ich müsste mir eigentlich auch gar nicht immer so einen abbrechen. Ja doch, warte. Ich weiß, wie ich es mache. Ich mache wieder mit Holz. Zum Abmessen. Mache ich doch. Also so. So. Und der hier diagonal so. Wow! Ein Volture. Volture. Komm mal hierher. Oh. Was liegt denn hier? Geierfleisch. So, wo bist du da? Nee, nee, bleib mal hier. Schön hier geblieben, mein Freund. Ich will deine Eggs. So. Hervorragend. Wieder 2. Naja, große Ausbeute ist das jetzt nicht, aber was soll's. So, rüber. Und dann bauen wir hier weiter. Ja, jetzt bin ich gerade runtergegangen, aber ich war noch nicht fertig mit Bauen, ne? Nee. Also nochmal. Und jetzt haben wir den gebaut. Da kann ich den wieder abreißen. Und so machen. Und den abreißen. Und wow! Nee, 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 nee. Ich will hier nicht runter. Bitte nicht. Ich muss mal kurz Ausdauer planen. Außerdem sollte ich mal was essen. So. Ja, Alter, komm. Ich gehe hier hoch. So. Und so. Und dann mache ich das halt doch so. Mit der Dingens. Komm schon. So, ne? Ja. Sehr gut. Dann nach da. Und nach... ich glaube, das reicht schon. Der ist blau, ne? Ja. Der ist blau. Dann den hier. So, und der, ja, ob ich jetzt hier 2 halbe nehme oder den großen, ist eigentlich egal, ne?
Dann mache ich den. So. Und wo gehen wir als nächstes hin? Das ist ein bisschen weit weg, ne? Deswegen würde ich da so rüber gehen. Also hier wieder drehen. Entweder so oder so. Nee, so wäre übers Ziel hinausgeschossen. Ja, da würden wir da hinkommen. Ich würde aber schon irgendwie gerne so. So. Also machen wir mal. Ich guck mal, ob wir. Ach so. Ich verstehe. Warte mal. Da brauche ich wieder einen Anknüpfpunkt. So sei es. Dann mache ich mal so. Der. Hier dran. So. Wobei jetzt die Grafiken zwar zittern, ne? Schön ist das jetzt nicht, aber ganz ehrlich, what should it? Warte mal, bevor ich hier jetzt wieder mich zerfriemel, baue ich hier mal dieses Mal das Ding zuerst. Mach mal den hier mal weg. Und einmal oben, aber ich will den unteren, den hier. Und von hier aus Eisenbalken, so. Und ist der dann blau? Ja. Hervorragend. Sehr gut. Zack. Ich baue erstmal so weit, wie es geht. Aber die Schmiede ist gleich Outer Range, ne? Ja, hier ist die Outer Range. Gut. Das bedeutet, ich hole mal kurz den Stuff her. Hüpf. Schmiede. Ah, nee. Schmiede weg. Das Ding weg. Habe ich alles? Weiß ich nicht. Ich habe Steine aufgesammelt. Ich habe das auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe alles aufgesammelt. Gut. Und dann den hier noch. Her damit. So, und es wird schon wieder dunkel. Das gibt's ja wohl nicht. Aber gut, was soll's. Wir machen ja immerhin Fortschritte. Das baue ich mal so und so, damit wenn das Holz runterfällt, es da landet. Außerdem die Schmiede möglichst weit hierhin. Mach ich mal so. Und den Steinmetz hier irgendwie rangequetscht. So. Dann das wieder und einen so, dann kann ich ein bisschen besser latschen. So, und das Schöne an Eisen ist, das bleibt Ewigkeiten stabil. Also ich glaube, wir kommen damit locker bis nach da hinten, ohne dass es einkracht. Das finde ich richtig nice. So. Und hier lang. Und wir haben kein Eisen mehr. Ich gehe mal hier rüber, so. Und mache das hier schon mal stabiler. So. Und dann würde ich sagen, wir holen mal die anderen Ressourcen von da hinten. Das. Hör damit. Wir tragen zu viel. Ja, wir haben auch 17. Ja, doch. Holz und Eisen haben wir doch ordentlich mitgebracht. Immerhin. Sehr gut. Ich schmeiße das mal kurz hier hin. Und ich mache mal kurz das Päuschen. Ich bin sofort wieder da. Also bis gleich. So, weiter geht's. Und da würde ich mal sagen, wir laufen nach hier hinten. Nehmen den und bauen den mal weiter. So. Ja, ich habe hier allerdings echt Angst. Ich mache das mal lieber so, ne? Immer Stück für Stück. Warte mal, wenn ich mal drehe, dann muss ich nur einmal E drücken, ne? Oh, kein Steinmetz. Ich gehe mal ein Stück nach hinten, so geht's. Und wenn ich dann so, so. Hier ist keine Schmiede mehr. Gut. Ich weiß, es wird zwar gerade dunkel. Ich würde aber noch ein bisschen weitermachen wollen. Nur ein bisschen. Ach nee, warte, das hier noch nicht. Und das hier auch noch nicht. Sondern den hier will ich kopieren. So, her mit dem Loot. Tragen schon wieder zu viel. Ich baue das so weit nach da hinten, wie es geht natürlich. Und wenn wir hier waren, überlege ich gerade, gehen wir dann dadurch. Wir könnten zum Beispiel hier jetzt auch eine Kurve machen. Oh, Nachtmusik. Ja, gut. So. Und so. Oh, das war gefährlich dicht da. Das war doof von mir. Naja, gut. Eben pennen gehen oder soll ich weitermachen? Weil irgendwie habe ich hier jetzt nicht Sorge, dass wir... Dass hier irgendwas gefährlich... Wow! Nee, das wollte ich nicht. Dass hier irgendwas Gefährliches passiert.
Kein Gras mehr. Oh. Hier hinten liegt doch noch welches, oder? Ja, aber nicht mehr so viel. 50 noch. Gut. Dann schleppe ich das auch mal rüber. Was wiegt hier denn so viel? Hier, warte mal. Das Ding hier kann ich mal runterschmeißen. Und die 6 Steine behalte ich mal aus Sicherheit, falls uns zum Beispiel dieser Stein runterfällt. So, halt. Das Eisen brauche ich. Und das Graus brauche ich. Und dann baue ich mal 5. So, und hoffe, ich bin nicht mehr überladen. Bin ich aber noch. Gut. Ich baue einfach mal weiter. 1. 2. Oh, es wird schon rot, ne? Da merkt man's. Es kommt an seine Grenzen. Aber wenn ich das halt von der Seite auch noch festmache, sollte es ja alles wieder safe sein. Hier durch? Ist eigentlich geil, oder? Das habe ich schon hier gebaut. Ja, ich würde dann einfach hier... Na, wenn ich sage... So. So. Zum Beispiel... Boah, hab ich mich verjagt. Warum ist das eingekracht? Weil das zu rot ist, ne? Ich muss von hier hinten gegenbauen. Ja, oder ich gehe einfach hier nach da. Gegen ist es auch, ne? Warte mal, dann mache ich das mal. Und um mir hier das zu saven, damit es nicht runterfällt, mache ich mal kurz so. Und reiße es dann ab. Eisen, sehr gut. Und das Holz, das ist nicht so schlimm. Ich versuche trotzdem zu retten. Nein! Gut. Hm, hier. Und weitergebaut. Kann ich den antargeten? Ja, aber so. Und der wird gleich einkrachen, deswegen beeile ich mich mal. So. 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 Und so. Und dann hält's. Ne? Dann ist der nämlich grün. Und die hier sollten auch gleich grün werden. Grün. 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 Alles grün. Sehr gut. Und dann hier gedreht. Oh, was mache ich denn? Das wollte ich nicht. So wollte ich. Hier dran. So. Und... hier dran. So geht's, ne? Und dann sehen wir weiter so. Voll geil. Ich mag das so. Wir haben kein Graus mehr. Kein Problem. Oh, das sieht voll cool aus, ne? Ja, sieht es. Wir haben Stein. Den lasse ich hier. Wir brauchen eigentlich alles, ne? Und weißt du was? Ich würde sogar... jetzt nicht nur zum Portal zurückrennen, sondern... Oh, die Feder nehme ich mit. Sondern das Portal auch weiter hier vorholen. Ne? Aber erstmal zurück. Pennen gelegt. Und so weiter. Also hindurch. Dann schmeiße ich den Loot mal hier drauf. Nochmal 2 Eggs. Ja, naja. Wenn man überlegt, wie viel wir jetzt schon gegessen haben, ne? Shit, ich hätte übrigens was zu essen mir noch mitnehmen können. Ja, egal, machen wir gleich. Schmatzi, na? Du bist ja ganz schön am Hin- und Herrennen hier in der Bude, wa? Was machst du da? Frisst du Holz? Naja, gut. Was auch immer dir schmeckt. Hauptsache, du lässt die Bude zusammen. Das wäre sehr nett. So, wie auch immer, gute Nacht. Guten Morgen. Da läuft Schmatzi direkt wieder nach unten. Der hat aber auch immer ein Tempo drauf, wa? Naja, gut. Was auch immer ihn glücklich macht. So, was wollte ich holen? Essen? Hier. Nehmen wir mal das raus. Und hiervon wieder 3. Und hiervon 1. Und nochmal 2. Da. Perfekt. Dann wollte ich noch Eisen und Grausten holen, ne? So sei es. Ich nehme mal ordentlich mit. Und Eisen nehme ich mir ebenfalls einen Stack mit. Können wir dann auch wieder einschmelzen, obwohl... müssen wir das einschmelzen? Haben wir nicht sogar noch was auf Halde? Mal gucken. Auf jeden Fall hindurch.
So, und dieses Portal hier. Warte mal. Erstmal kopieren. Dann 5. So. Oh! Ach ja! Und ich habe kein Holz hier. Holz brauchen wir aber auch, ne? Ein bisschen. Ja, ich gehe nochmal kurz zurück, hol Holz. So, hier direkt. Nehmen wir mal einen Steck mit. So. Kann ja nicht traden. Und dann wieder zurück. Hervorragend. Dann bauen wir hier mal eine Workbench. So. Das hier abreißen. Her mit dem Loot. Und das Ding abreißen. Her mit diesem Loot. So. Ja, sieht irgendwie cool aus, ne? Hatte irgendwie was. Sieht auch sehr bequem aus. Und ich glaube, das ist auch eine gute Entscheidung gewesen, das doppelt so breit zu machen. Oh. Oh, bitte sag jetzt nicht, ich schmeiß das da runter. Also den nicht, ne? Ganz knapp nicht. Die aber. Trage ich immer noch so viel? Ja. Nein! Nein! Gut. Ich bring das mal kurz rüber. Und hol den Stuff gleich wieder von unten. Meine Herren. Gut, was soll's. Hier mache ich das Portal mal so, ne? Warum auch nicht? Halt! Bevor ich hier den ganzen Loot wieder mitnehme, werden wir das hier mal sorgsam auf einen Haufen schmeißen. So und so. Und das hier. Und das und das und das. Oh, wieder zurück. Und da unten ist er, ne? Den hole ich auch immer noch mal eben. So. Nein! Huch! Oh, hier ist die Kante weggebrochen. Das ist aber nicht so schön. Dann habe ich jetzt deutlich höhere Schwierigkeiten, da hochzukommen, ne? Was ist denn eigentlich schon wieder mit der Ausdauer? Bin ich schon wieder so ungeduldig? Ja, ne? Also theoretisch hier hoch? Ja, ich probier's mal. Ja, hier geht's. So, her damit. Und wie jetzt tragen wir schon zu viel? Okay. Barren, ne? Sind so unnormal schwer. So, kannst dich mal aufladen, bitte. Dankeschön. Und ab geht's. Sieht aus, als ob da so jemand Muster reingemalt hat. Soll das so aussehen? Keine Ahnung. Ist mir auch völlig egal eigentlich. Ich will einfach nur, dass sie halten. Aber irgendwie habe ich mir hier mehr Geier erhofft. Ich weiß auch nicht genau, wie weit ich das noch baue. Das könnten wir vielleicht noch da hinten zur Festung bauen. Aber so weit komme ich ja auch nicht, ne? Also ich kann jetzt natürlich mit Eisen rumtricksen. So sehr aber nun auch wieder nicht. So mache, geht das noch und dann kann ich hier die Platte so machen und so. Geht das? Ja. Oder so. So, ne? Nee, so. Ja, so mache ich. Und hier müssen wir leider wieder nach unten, aber hier ist ja Gott sei Dank recht passierbar. Und hier mache ich mal den so und so. Und der ist nicht blau. Das heißt, wir müssen den hier hinten auch nochmal, da, ne, sieht man's. Wir müssen den so nochmal connecten. Ne, nicht so, sondern so. Und dann ist der blau und der hier grün. Sehr gut. Und dann weitergebaut. Hä? Ach so. Okay. Wir müssen die Workbenches wieder umstellen. Die nehme ich mal zuerst. Habe ich alles? Ich glaube ja. Da nehme ich mal danach die. Habe ich nicht alles. Kupfer, dann tragen wir wieder zu viel. Und das hier weg, her damit. Wo baue ich sie denn mal hin? Dass die Workbenches auch, also nicht im Weg sind. Zum einen. Und gleichzeitig, wenn sie, ich baue sie mal so, ne? Ja, komm. So. Schmiede hier. So. Na komm. Ich weiß, dass sie da ganz dicht dran geht. So.
Und die hier ran. Dann versperrt die zwar uns den Weg. Ist natürlich ärgerlich, wenn wir überladen sind. Aber ansonsten ist das, glaube ich, einfacher so. Warte mal, wir könnten so und dann hier 45 Grad, ne? Das sollte ich abmessen hiermit. Gut möglich, dass wir gleich keinen Graus mehr haben. Ja, doch, ein bisschen haben wir noch. So. Und wenn ich sage hier... So. Nee. So. Nee, noch nicht. Erstmal hier noch ein Stück nach raus. So und so. Und dann können wir das nochmal gucken. Nee, hier dran bitte. So. Ja. Ja, das ist sehr gut.